Die interessantesten neuen Bonbons haben heute gebracht KenFM am Telefon mit Dr. Knut Witkowski aus den USA und Dr. Bodo Schiffmann. Und das Dilemma ist halt, dass der einzige Ort, wo sie auch etwas über die Behebung der Ursache solcher Erscheinungen wie dieser, ja, dieses kollektiven Selbstmordes der europäischen Wirtschaft und so weiter. Ich werde nachher dann natürlich gegen Ende auch wieder auf die tiefe Ursache eingehen und wie wir eigentlich mit ganz einfachen Mitteln diese tiefe Ursache beheben können, besonders weil das Ursachenbehebungsmodell eigentlich bei unseren sogenannten Milliardärskönigen auf offene Ohren stoßen dürfte, sobald sie davon erfahren, weil im Moment sieht es nämlich so aus, als würden im Moment sozusagen, wie das ja die letzte Sendung gezeigt hatte, als würden gerade einige Milliardärskönige sozusagen getrieben durch den Rückgang der Gewinne der pharmazeutischen Konzerne, also der Gewinne von Big Pharma weltweit, ja, als würden die sozusagen jetzt den Weg gehen, jetzt zur Zwangsmedizin überzugehen, also was ja am leichtesten geht, der Einstieg darin über Zwangsimpfungen, ja, und weil das zukünftige Geschäftsmodell sei. Ich verweise auf die letzte Sendung. Aber alle anderen Milliardärskönige werden jetzt geopfert, denn die Milliardärskönige, die jetzt nicht an Big Pharma und Big Medizin beteiligt sind, die werden jetzt bluten. Ja? Und von daher ist es so, dass nicht nur deswegen, sondern wegen der anderen Gründe auch Lebensqualität, Langlebigkeit und Gesundheit sozusagen auch alle Milliardärskönige ein vitales Interesse an den Reformen der Next Scientists for Future.de haben. Und ja, aber gehen wir jetzt erst nochmal wieder auf das übliche Symptomgeplauder ein, nämlich da gab es schon wieder interessant mit dem Dr. Witkowski aus USA, der sagt was ganz Steiles, wäre natürlich der Hammer, denn die Bundesregierung betont ja im Moment auch so, dass man halt die älteren Menschen besonders geschützt habe und ihnen besonders geholfen habe. Dr. Witkowski deutet an, dass die Älteren gefährdeter sind durch die Verschleppungstaktik. Also Schweden hat ja Folgendes gemacht, dass sie im Wesentlichen ganz normal wie, was weiß ich, die ganz normale, eine schwere Grippewelle, ganz normal in ihrem Tempo eine Durchseuchung erreicht, auch eine Herdenimmunität und dabei natürlich einige der zum Sterben anstehenden Menschen natürlich mitnimmt, der Gevattertod sozusagen. Ja? Und dass aber durch unsere deutsche Verschleppungstaktik die Älteren viel gefährdeter sind, weil dadurch die Durchseuchung der Gesellschaft zu langsam verlaufe, auch die Herdenimmunität sehr langsam verlaufe und dadurch insgesamt mehr Ältere sterben würden in der Summe, als hätte man die schnelle Durchseuchung zugelassen. Ja? Also das ist natürlich, wäre dann natürlich der Hammer, dass also noch nicht mal also das Konzept funktioniert hätte. Gut, aber das wäre noch Zukunft, weil das würde ja bedeuten, dass jetzt eben so nach und nach immer noch weitere ältere Menschen immer wieder sterben würden, weil eben Deutschland immer noch nicht durchseucht ist, während Schweden schon weitgehend durchseucht sein dürfte und schon einen Großteil der Herdenimmunität aufgebaut haben dürfte. Aber entscheidend ist ja letztendlich, dass es nicht sinnvoll ist, generell sozusagen, da müssten wir jetzt in Zukunft jeden Winter aus Angst vor der Grippewelle
von der ganz normalen Wintersterblichkeitswelle müssten wir ja jetzt jeden Winter einen Total-Lockdown machen, um das irgendwie zu verhindern, wobei wir dann in Wirklichkeit die Sterbefälle nur ein paar Monate verschieben. Deswegen halte ich ja sozusagen die Endstatistik für wichtig, nämlich die Sterbezahlen 2020 plus die Sterbezahlen 2021 geteilt durch 2 und das verglichen mit den durchschnittlichen Sterbezahlen der letzten 5 bis 10 Jahre und dann würde man wahrscheinlich sehen, dass es überhaupt nichts gebracht hat, dass die Maßnahmen nur die Sterbezeitpunkte ein paar Monate maximal verschoben haben. Wobei jetzt auch Dr. Bodo Schiffmann auch daran Zweifel sät, nämlich er sagt, deutet an, dass vielleicht möglicherweise auch unser Statistisches Bundesamt Wiesbaden sozusagen dem Druck der Politik unterliegt oder vielleicht auch bestechlich ist oder was auch immer, denn er hat festgestellt, dass er jederzeit die Sterbezahlen der letzten Wochen bekommen kann darüber, wie viele Verkehrsunfälle und Verkehrstote es gab, aber komischerweise nicht, wie viele Suizidtote es in den letzten Wochen bis Monaten gab, sodass man da hätte abschätzen können, wie viele Kollateralschäden allein die Panik und der Lockdown schon mal allein im Suizidbereich ausgelöst haben könnte. Also das deutet eben an, dass wir uns auch auf das Statistische Bundesamt eventuell nicht verlassen können, denn das klingt so ein bisschen nach Unterschlagung von Daten, die missliebig sein könnten. Ja, und das würde bedeuten, dass die Next Scientist for Future.de, das würden sie ja sowieso machen, mit ihren Reformen, mit der Wohlfühlstimme sowieso das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden auf völlig neue juristische Beine stellen müssen und in eine Art datenschutzmäßiges Fort Knox verwandeln müssen mit Kriminalpolizisten, die den Leuten über die linke Schulter schauen und den besten Statistikern der Welt, die über die rechte Schulter schauen. Damit eben sowas nicht vorkommt, dass hier möglicherweise die Suiziddaten vom Statistischen Bund einfach unterschlagen werden, damit eben das nicht schlecht aussieht für die Politik, ne? Dass plötzlich die Suizidraten drastisch in die Höhe geschossen sind, ne? So möglicherweise. Ne? Ja, und dann berichtet Dr. Schiffmann auch noch, dass Rostock sich selbst auch als Corona-frei erklärt hat und so weiter. Und die haben also ohne jegliche Maskenpflicht sind die jetzt Corona-frei geworden. Und das zeigt, dass das natürlich auch für ganz Deutschland funktionieren würde. Ne? Ja, aber das Dilemma ist, dass man auch auf der anderen Seite bei der Heute-Sendung wieder das Politbarometer sieht und dann sieht man, dass eben doch die Gesellschaft wirklich so gespalten ist, wie wir das immer wieder sehen. 10% der Gesellschaft, da muss ich jetzt natürlich mal die Normalverteilung aufschlagen. Wo ist es? Nur die 10% der intelligentesten der Bevölkerungen weltweit sozusagen kritisch sind und die anderen 90% sind einfach die, die jetzt auch sagen, wir sind sehr zufrieden mit den Maßnahmen der Bundesregierung. Das sind die sogenannten schweigenden Lämmer, das im Sinne von Professor Rainer Mausfeld. Oder ja, also die schweigenden Lämmchen sozusagen. Und das entspricht so in der Bonobo-Gruppe, dass eben die fähigen Männer sozusagen auch der Bonobo-Kommunen den Frauen und Kindern sozusagen signalisieren. Wir wissen, ich weiß, wo jetzt ein Fruchtbaum reif wird und ich schenke euch diesen Baum und diese Früchte und so weiter. Und dann, dass es auch zum genetischen Programm gehört, diesen intelligenten Männern zu folgen, diesen 10% der Kommune sozusagen und dass bei 90% auch durchaus eine genetisch mit vorbereitete Bereitschaft da ist, diesen blind zu folgen, was in der Natur auch immer gut ausgeht.
aber unter Bedingungen, und jetzt kommen wir zu der Beweisführung, unter Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft eben nicht gut ausgehen kann, grundsätzlich niemals, ja, weil nämlich hier der erste Früharzt und Frühhändler sozusagen sagt, hier, ich liefere euch nur die herrlich reife Früchte, Wildkräuter, Gemüse, Pilze, Nüsse, alles ganz ursprünglich naturbelassen mit aller Vitalkraft der Natur, damit ihr starke Immunsysteme habt und so weiter und damit ihr mich nie wieder braucht. Und der macht jetzt keinen besonderen Umsatz. Jetzt muss aber unter Bedingungen der freien Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall oder unter den Bedingungen jeder Variante der Marktwirtschaft, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, spielt überhaupt keine Rolle. Jede Variante der Marktwirtschaft muss jetzt absolut schädlich werden, weil nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion automatisch ein Früharzt und Frühhändler sich irren muss. Und der sozusagen erzählt so, nein, also ihr könnt ruhig diese modernen, künstlichen Nahrungsmittel essen und so weiter. All diese chemischen Beimengungen spielen alle keine Rolle. Das ist alles, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt und so weiter. Dadurch essen sich die Leute, seine Kunden, krank sozusagen, brauchen ihn immer wieder, er kann immer wieder Neues abrechnen sozusagen und immer wieder sich bereichern, weil er letztendlich durch seine Irrtümer, seine gewinnbringenden Irrtümer, die Menschen in der Krankheit festhält und dann hier zwei Kinder ernähren kann, dann drei Enkel ernähren kann und so weiter. Und daraus entsteht dann halt die heutige Großfamilie von Medizinprofessoren, die uns mittlerweile dann angefüllt sind von Hunderten von Irrtümern und die uns deswegen in die Irre führen müssen. Und plötzlich funktioniert eben dann unter Bedingungen der Marktwirtschaft das Bonobo-Prinzip nicht mehr. Das heißt, die 10%, die einerseits so intelligent sind, dass sie sich wehren teilweise gegen die krankmachende Ernährung, gesünder leben, auch einen einigermaßen gesünderen Lebensstil haben, die aber auch die Intelligenz haben, dann eben auch als Medizinprofessoren aufzutreten und so weiter. Und all diese Elite sozusagen, die also sozusagen bei den Bonobos als natürliche Autorität zum Nutzen der gesamten Kommune sich als positiv erweist sich jetzt zum Abschlachtprogramm für die 90% der Lämmer. Denn diese gewinnbringenden Irrtümer, ja, also diese gewinnbringenden Irrtümer hier, die stecken in den Köpfen und ohne, dass sich jemand da auch nur irgendeiner Schuld bewusst ist, also ohne jegliche Verschwörungsabsicht sozusagen, nimmt die böse Wirkung der gewinnbringenden Irrtümer seinen Lauf und die Eliten führen die Massen in die Irre und auf die Schlachtbank sozusagen, ja? Die Lämmchen auf die Schlachtbank. Und das ist das Dilemma, also das heißt, das, was naturgesetzlich in Ordnung war, auch bei den Bonobos noch in Ordnung ist, weil die vor jeder Marktwirtschaft sind, ja. Die Bonobos sind also die einzigen, die menschenähnlichsten Lebewesen, die direkt vor der Erfindung der Marktwirtschaft stehen, während wir eventuell bis zu 400.000 Jahre nach der Erfindung der Marktwirtschaft stehen. Und da ist es dann so, dass die Elite voll von Irrtümern ist, mit denen sie sozusagen die 90% der Lämmer in die Irre führt und auf die Schlachtbanken führt und sei es, dass sie dann im Krieg abgeschlachtet werden oder irgendwie oder im Krankenhaus abgeschlachtet werden oder so. Ja, also ja, wie gesagt, alle weiteren Infos in den anderen 430 Sendungen die Lösung haben halt die Next Scientists for Future.de und leider nur diese, weil die sagen können, liebe Milliardärskönige, es gibt für euch ein
x-fach glücklicheres, viel gesünderes und viel längeres gesundes Leben, als es die Marktwirtschaft euch erlaubt. Die Marktwirtschaft ist für euch schädlich, aber auch für alle anderen Menschen. Deswegen müssen wir gemeinsam die Marktwirtschaft beenden, ohne jetzt so verrückte Dinge zu tun, wie also, dass irgendjemand euch an eure Gelder will oder sonst etwas. Das ist natürlich bei vernünftigen Leuten nicht der Fall. Ja? Also die Next Scientists for Future.de machen den Ausstieg aus der Marktwirtschaft so, dass alle damit gut zurechtkommen und dass zum Beispiel Deutschland ein dauerhaftes Wirtschaftswunder von 500 Milliarden jährlich erreicht. Ja. Ja, so viel zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.